Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen in meiner kleinen Küche. Heute habe ich meinen kleinen Ofenzauberer eingeweiht. Mit diesen köstlichen Apfelofenpfannkuchen. Und klar, heiß frisch aus dem Ofen ist er ganz besonders lecker. Da mein Ofenzauberer noch niegelnagelneu ist, konnte er noch keine Patina bilden. Patina ist eine natürliche Antihaftbeschichtung, die durch Einbrennen von Fett entsteht. Und je mehr Patina vorhanden ist, umso besser kommt der Steinofeneffekt zur Geltung. Also musste ich mein neues Steinchen erst einmal fetten. Ich verwende dafür gerne Butterschmalz. Und in der Zwischenzeit heizt auch der Backofen auf 220 Grad vor. Und bei der Teigzubereitung unterstützte mich heute der Teigmischer von Pemberchef. 300 Milliliter Milch, 2 Eier, 200 Gramm Mehl, 2 Esslöffel Zucker und 1 Teelöffel von dem hausgemachten Vanillezucker werden miteinander verrührt. Der sehr flüssige Eierkuchenteig wird in die Form gegossen und mit Apfelspalten belegt. Das Backgitter befindet sich im untersten Einschub im Backofen. Der Ofenzauberer wird in den vorgeheizten Backofen gestellt und backt bei 220 Grad 15 Minuten. Ja, und mit dem Pizzaschneider kann man direkt auf dem Ofenzauberer schneiden. Wir fanden es richtig lecker und ja, so eine kleine Portion genügt uns am Morgen. Deshalb finde ich die Größe vom kleinen Ofenzauberer ideal für uns. So ihr Lieben, das war's dann heute auch schon wieder von und mit mir. Liebe Grüße, bis ganz bald, eure Jana.